Kapitel 37. Lischko. Die Gesellen hatten der Reihe nach die Köpfe geschüttelt. Tonda hatte das Gesicht in seinen Händen vergraben. Der Pumput hatte stoisch geschwiegen. Einzig die Kantorka hatte Krabats Idee mehr als ihr Gehör geschenkt, und Krabat war ihr noch nie so dankbar dafür gewesen, sie in seinem Leben zu haben. Das hatte er ihr mit Blicken gesagt, und sie hatte es ihm mit dem Feuer in ihren Augen gedankt, das immer dann entflammte, wenn sie im Begriff war, etwas Gefährliches zu tun, an das sie glaubte. Dazu hatte sie ein besonderes Talent, das Krabat fehlte. Sie wusste es, andere ebenfalls dafür zu begeistern. So waren die meisten Gesellen am Ende der Nacht immerhin nicht gänzlich abgeneigt gewesen. Da die Herausforderung nun mal ausgesprochen und angenommen war, hatten sie ohnehin nur die Wahl dazwischen, es zu versuchen oder bereits im Vorhinein aufzugeben. So kam es, dass sich alle von ihnen widerwillig und hoffnungslos am Mittag auf dem Hof versammelten. Sogar die vier von der Schweinehütte, die noch niemanden kannten und eindeutig niemandem trauten, waren da. Krabat kam als letzter dazu. Er hatte sich in seiner Kammer verschanzt und versucht, Tonda, Juro und dem Pumput aus dem Weg zu gehen. Er wusste auch von alleine, dass er sein Vorhaben, keine wichtigen Entscheidungen mehr für andere Leute zu treffen, kein halbes Jahr eingehalten hatte. Umso mehr wusste er es zu schätzen, dass auch sie nun erschienen waren. Zusammen mit den anderen warteten sie auf Anweisungen. Die kamen nicht von Krabat, sondern vom Pumput. Denn es waren nicht sie, die einen Zauber zu üben hatten, sondern Krabat. Und obwohl der ihn in den Grundzügen längst beherrschte, fiel ihm die Präzision schwer. Die Konzentration ging ihm abhanden, er wurde fahrig und ungeduldig, in seinem Inneren erinnerte ihn die gehässige Stimme seines ersten Meisters immer wieder daran, dass es bis zum nächsten Neumond keine 30 Tage waren. Auch in den nächsten Tagen verbesserte sich Krabats Leistung nicht. Das machte ihn reizbar, wann immer man ihn ansprach, und weil er es selbst bemerkte, ging er den anderen bald aus dem Weg. Wenn sie zu Mittag aßen, nahm sich Krabat seine Schüssel und setzte sich damit nach draußen an das schwarze Wasser. Erst kam ihm niemand nach, doch an einem kalten Mittag hörte Krabat auf einmal Schritte hinter sich. Er erwartete Juro, Tonda oder die Kantorka. »Ich möchte nicht reden«, sagte er, ohne sich umzudrehen. »Oh, gut«, antwortete Lischko. »Ich mag deine Stimme nicht.« Krabat war mehr als überrascht, als der blonde Bursche sich neben ihn ins nasse Gras setzte. Gerne hätte er gefragt, was ihn dazu getrieben hatte, Krabat zu folgen, aber weil er angedroht hatte zu schweigen, musste er nun zu seinem Wort stehen. So aßen sie eine Weile stumm nebeneinander. »Ich kann kaum glauben, dass ich einmal Meister werden wollte«, sagte Lischko schließlich und starrte aufs Wasser. »Es scheint einem alle Lebensgeister zu rauben, bis man so aussieht wie du. Ich denke, es wird Zeit, mir etwas Neues zu suchen.« Krabat legte seinen Kopf auf die Knie. »Und, hast du schon eine Idee, was du tun willst?« »Überleben«, antwortete Lischko. »Darin bin ich gut. Dann schließe ich meine Lehre bei dir ab und ziehe in die Welt, meine Kerbe hineinzuschlagen. Wenn ich muss, auch mit Gewalt.« Krabat schnaubte trocken. »Ich hatte dich nicht für jemanden gehalten, dem daran liegt, für etwas anderes einzustehen als für sich selbst. Und ich hatte dich nie für jemanden gehalten, der es weiterbringen könnte, als mit gebrochenem Hals an den Fuß der Treppe.« Lischko schnippte einen Kiesel ins Wasser. »Darum habe ich mich so geschämt, dein Lehrling zu werden. Du hast dich zum Glück bewiesen. Lischko, Schüler von Krabat, dem Rabenkönig. Das wird mich wohin bringen. Aber jetzt stell dir vor, wie ich dastehe, wenn du diese letzte Prüfung nicht bestehst. Ich schlage also vor, du reißt dich zusammen.« »Danke für deine aufbauenden Worte.« Aus dem Augenwinkel sah Krabat, dass Lischko schmunzelte. »Du hast ein viel zu großes Maul für einen, der nicht mal ohne Hilfe gegen einen alten Mann und seine Ponys antreten kann.« Nun war Krabat beleidigt und sprang auf. »Er ist ein Höllenfürst, ja, dich will ich in meiner Lage sehen.« Doch Lischko erhob sich nur und stapelte ungerührt die Suppenschüsseln ineinander.
Du machst dir ja die Hosen voll. Dabei ist doch unser Altgeselle bei dir. Obwohl der ja scheinbar auch nicht mehr weiß, wo ihm der Kopf steht, seit er nicht mehr in Ruhe tot sein kann. Lischko machte einen Kussmund und brachte in Krabat die Wut zum Überschäumen. Niemand hat dich gezwungen, mein Lehrling zu werden. Ich habe so viel hinter mir. Diese letzte Prüfung kann mich auch nicht mehr schrecken. Du wirst schon sehen. An dem nächsten Neumond wirst du deine Worte bereuen. Krabats Fäuste hofften auf eine weitere Bemerkung seitens Lischko, doch der Bursche schmunzelte nur zufrieden. Na also? Krabats Wut wich Verwirrung. Als er verstand, was Lischko gerade mit ihm getan hatte, war der auch schon mit den Suppenschüsseln zurück in der Mühle verschwunden. Obwohl Krabat sich darüber ärgerte, wie leicht er darauf hereingefallen war, musste er grinsen.